Und damit der Blick in die Ukraine. Mein Kollege Max Hermes ist bei Rivne im Nordwesten des Landes. Max, wir wollen weiterhin auf die geleakten Ukraine-Dokumente blicken, denn laut der britischen BBC geht aus ihnen hervor, dass unter anderem britische und US-amerikanische Spezialeinheiten in der Ukraine operieren. Was kannst du uns dazu sagen? Diese Berichte oder diese geleakten Dokumente, von denen ja noch nicht genau gewusst wird zum jetzigen Zeitpunkt, was stimmt und was möglicherweise Fälschungen sind, die gehen davon aus, dass sich 50 Spezialeinsatzkräfte in der Ukraine aufhalten sollen, von der britischen Regierung entsandt quasi, also Militärexperten, also wirklich dann Soldaten, die besonders ausgebildet wurden, um die ukrainischen Soldaten beispielsweise zu unterstützen. Auch andere NATO-Staaten sollen solche Kräfte geschickt haben, die USA beispielsweise 15 und auch Frankreich 15 solcher Kräfte. Und ich habe mich auch vor einigen Monaten mit einem Mann aus Großbritannien unterhalten können, der mir selbst gesagt hat, dass er auch in diesem Krieg hier schon gekämpft hat an der ukrainischen Seite oder für die Ukraine vielmehr. Das war zu Beginn des Kriegs. Da hat er dabei geholfen, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu verteidigen, als die eingenommen worden sein soll. Also es gibt durchaus einige Indizien, die darauf hindeuten, dass solche Truppen hier in der Ukraine unterwegs sind und auch dabei helfen, natürlich nicht unter der Landesflagge, aber dabei helfen, den Ukrainern auch ihr Land zu verteidigen.